Seiten da ran. Ach nee, Quatsch, was war denn jetzt los? Hallo? Warte mal, ich höre hier einen rufen. Hallo? Ah, da bist du. Hi. Ah, moin. Brauchst du ein Begleitfahrzeug? Jo, gleich, wenn die Stämme da voll auf dem Anhänger sind. Warte. Ich muss gerade nochmal gucken, aber einen haben wir gesagt, machen wir noch drauf. Okay. Warte, ich muss gerade mit dem Franz Platz machen. Warte mal. Wir haben noch Äste hin. Franz! Ich rufe mal meinen Mitarbeiter an. Ich mach den hier noch drauf. Dann kannst du den Häcksler bedienen. Also den nicht mehr, den ich hier hab. Nee, den dann auf den Häcksler. Sind wir nämlich auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn wir ein Begleitfahrzeug haben. Dann kriegen da keins auf den Dez von der Polizei oder so. Der will nicht. Mal kannst du die so über die Rungen drüber machen. Schön in der Mitte. Schneider! Ja? Kauf dir mal einen leiseren Traktor. Du hast keine Kohle. Nein. Das ist der billigste, den ich bekommen konnte. Und der lauteste. Ich ganz mal. Warum will denn der jetzt nicht? Danke. Bitte. Boah, jetzt hätte ich ihn fast wieder rausgeschmissen. Ah, jetzt habe ich ihn. Ja. Ach nee. Ich bin ein bisschen zu müde. Oh, dieser Ton, ey. Ich habe meinen eigenen Traktor nicht. Ja, toll. Voll drüber geworfen. Der ist aber gut voll, du.
Ja, jetzt. So, Jürgen, bin gleich soweit. Soll ich Spanngurte schon dran machen? Jo, bitte. Mit. So. Schneider! Ja? Ich glaube, der Anhänger ist auch voll. Ganz wahrscheinlich gleich mitfahren. Ja, warte, ich schau mal. Ja, der schaut gut aus. Ich stehe nur mal schnell drauf. Ich muss noch mal kurz noch da hinten an den Baum. Bis gleich. Jo. Fährst du hinterher? Oder jo, nee, Franz, fahr du hinterher. Jürgen, du fährst voran. Jo. Wo hast denn das Auto her? Ich war gerade beim Hans. Da ist der Spiegel abgegangen. Den habe ich jetzt neu gemacht und dann wollte ich ihn eigentlich direkt danach ausliefern. Weil wir fahren ja eh zum Hans rüber. Denke ich mal, oder? Das Auto wolltest du ausliefern? Ja, weil der Spiegel kaputt war. Da ist ein kleines Missgeschick bei dem Spiegel passiert. Du weißt schon, wem das Auto gehört? Nö. Mit dem Hand. Hier. Ja, warum weiß ich von dem Schaden nichts? Hä? Das ist mein Auto, das habe ich vom Hans zurückgekauft. Ja, da ist ein Schaden passiert. Der ist aber wieder ganz und ich hab das ist auch schon bezahlt. Ist trotzdem jetzt ein Unfallfahrzeug. Was soll ich denn jetzt machen? Das ist auch schon bezahlt. Ja, das mag ja sein. Trotzdem ist ein Unfall. Da hätte ich mich der Hans informieren müssen. Aber nichts Großes. War nur hier links der Spiegel. Links oder rechts? Ja. Das ist rechts. Ja, rechts mal ja. Ja, habe ich mir schon gedacht. Das sieht nämlich ein bisschen neuer aus wie der andere drüben. Ja, soll ich gleich nochmal drüber lackieren? Über den hier? Nee, da werde ich eher mit dem Hans mal ins Gespräch gehen. Herr Volker. Jo. Dings können wir dann nochmal wegen der Taxiprüfung nochmal machen. Jo, die kriegen wir morgen bestimmt hin. Gepasst. Gut, dann Jürgen, fährst du vor, ich fahre Mitte und der Schneider fährt am Ende. Jo, mach mal. Seid ihr im Unfall verletzt? Ja. Mein Funke. Ah, doch, jetzt. Ja, geht. Oh Gott, wie soll ich denn da rauskommen? Warte. Warte, ich nehme einen anderen Ausgang. Ich nehme den hier. Ha
Müsst ihr denn hin? Zum Sägewerk runter. Also zur Holzproduktion. Immer geradeaus. Ich fahr 3. Okay. Immer geradeaus, ich fahr 53. Jo, Franz. Soll ich wieder zur Düngerproduktion? Nee, fahr mal rund. Scheiße. Nee, fahr mal runter zum Sägewerk. Okay. Einfach mitfahren. Ich bin ein bisschen langsamer als hier, aber. Jo, passt. Jürgen? Ja. Was willst du denn für den Transport? Ah, das passt schon. Alles gut. Super, danke. Na, hallo? 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 Ich wollte nur mitteilen, dass ihr Feldernteraf ist. Jo, danke, habt dem LU schon den Auftrag gegeben. Weil ich hier gerade vorbeigefahren bin und ich dachte, vielleicht vergessen sie das, weil sie so im Wald tätig sind. Und nee, habe ich, mein GPS hat es mir gesagt. Aber okay. Danke. Aber eine andere Frage noch. Ja? Hast du Interesse an der Palettenproduktion? Eigentlich habe ich mehr Interesse an der Molkerei. Okay. Ja, ich bräuchte dann bei der Molkerei halt Leerpaletten. Ja, da mache ich dir einen guten Preis. Ja. Wenn es soweit ist. Nee, da kannst du nehmen. Da brauchst du aber auch, glaube ich, Kartons, gell? Aber wo komme ich denn die her? Von der Kartonfabrik. In wo Feldkirchen. Die? Warte. Jürgen, Achtung, Blitzer! Okay. In Feldkirchen ist eine Produktion. Da wo der Bauhof ist. Ich bin frei, die haben sich da jetzt vertan oder so. Wo ist hier Feldkirchen? Wo dann hol mal Taxi oder irgendwie sowas runter zum Bauhof. Ja, wer hat denn Taxi? Warte mal, ein Funk aus. Frag mal die Polizei nach. Hallo? Oh, ich muss so fliegen. Ah. Tschö. Wo ist das? Feldkirchen ist da, wo der Bauhof ist. In der Stadt. Ach so, da, wo ist da die Produktion? Ja, jetzt musst du mal vor Ort gucken. Bin ich gerade auch überfordert. In der Stadt, oder was? Irgendwo da. Musst du mal hingehen und angucken. Ah, okay. Ist die teuer, oder? Nee, eigentlich nicht. Produktion, okay. Ja, muss ich mal vorbeischauen. Jo, ich kann gleich mal ins Register gucken. Warte mal. Ja. $33.000. Ah ja, geht, ey. Jo, geht. Ja. Wie werden die denn da hergestellt? Was? Ich bin im Wald, die Verbindung ist schlecht. Wie werden die Kartons da hergestellt? Wie die hergestellt werden? Ja. Leerpaletten und Hackschnitzel. Okay. Jo, mal schauen. Jo. Gut, bis dann erstmal, ne? Gut, jo, bis dann. Tschüss. Tschüss. So. Moin. Hi. Da war ja ein bisschen viel los gerade im Funk. Ja. Bis hierhin? Jo, hier ist Privatgrund. Da kann die Polizei nichts mehr sagen. Okay, dann fahr ich wieder, ne?
Jo, danke. Wo fährst du denn das Auto hin? Zum Hans wieder. Das ist ja fertig jetzt. Ja, ist aber meins. Soll ich ihn da zum Hof bringen oder so? Ja, das wäre optimal. Okay. Franz, hier rein. Ja. Hier, rückwärts ranfahren. Rückwärts. Oder? Ich glaube nämlich, da ist nichts mehr drin. Und gerade. Und. So. So, dann gucke ich nämlich gerade mal unten in die Produktion rein.